Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Netznutzungsabrechnung. Wie wir schon in anderen Videos besprochen haben, geht es in der deutschen Energiewirtschaft ja um das Unbundling, das heißt die Trennung von vor allem dem Stromnetz von allen anderen Bereichen, das heißt die Erzeugung des Stroms, die Belieferung der Endkunden mit dem Strom und die eigentliche Leitung, das heißt der Transport des Stroms. Die sind voneinander getrennt durch verschiedene rechtliche Rahmenbedingungen. Und daraus ergibt sich natürlich auch, dass der Netzbetreiber, der also diese Leitungen zur Verfügung stellt, auf irgendeine Weise bezahlt werden muss. Weil er verdient sein Geld ja jetzt nicht aus dem Betrieb der Kraftwerke und dem Verkaufen von Energie. Und er verdient das Geld auch nicht dadurch, dass er einem Endkunden eine Rechnung stellen kann. Also muss er irgendwoher Geld kommen. Und das kommt, um genau zu sein, auch direkt vom Stromlieferanten, vom Stromversorger, der also mit dem Endkunden einen Vertrag hat über die sogenannte Netznutzungsabrechnung. Ich habe in einem anderen Video schon mal die Änderungen an der Netznutzungsabrechnung durch die MAKO 2020 beschrieben, aber heute möchte ich mich nochmal ganz konkret auf den eigentlichen Prozess der NNA beziehen und das mal ganz allgemein ein bisschen erklären. Schlussendlich läuft es ja so, dass wenn ein Kunde von irgendeinem Energieversorger versorgt werden möchte, er sich bei dem ja anmeldet und dann startet ein Lieferantenwechselprozess oder ein Einzugsprozess. Der läuft so, dass ein Energieversorger ja beim Netzbetreiber die Anmeldung hinschickt und eben sagt, dieser Endkunde möchte auf diesem Stromzähler ab sofort von mir versorgt werden. Ab diesem Moment ist dann, wenn das Ganze durchgeht, der Stromversorger dort gemeldet. Alle Energiemengen, die jetzt fließen, also alles, was der Endkunde jetzt verbraucht, muss ja schlussendlich dem Lieferanten berechnet werden als Netznutzung, damit eben der Netzbetreiber auch irgendwoher sein Geld bekommt. Und der Versorger berechnet das dann schlussendlich wieder dem Endkunden weiter. Das heißt, jetzt fließt da so die Energie und irgendwann wird er mal abgelesen. Das heißt, irgendwann haben wir mal einen Zählerstand. Und dann haben wir die Energiemenge, die im Vertragszeitraum geflossen ist. Typischerweise nach einem Jahr gibt es dann die Jahresrechnung. Der Netzbetreiber kann jetzt feststellen, der Zählerstand ist in Ordnung und gibt den jetzt praktisch in seinem System frei. Dann kann er darauf basierend natürlich eine Rechnung stellen. Und das ist eben die Netznutzungsabrechnung. Die Netznutzungsabrechnung für Strom basiert schlussendlich auf verschiedensten Bestandteilen. Das ist einerseits, und das kennen wir aus der normalen Endkundenrechnung genauso, ein Grundpreis, der ganz pauschal berechnet wird, eben dafür, dass es verschiedene fixe Kosten gibt und die eben getragen werden müssen. Darüber hinaus gibt es dann einen Arbeits- oder Leistungspreis, der berechnet wird, je nachdem, wie viel Energiemengen tatsächlich verbraucht wurden. Der ist also variabel und abhängig von der eigentlichen Energiemenge und soll eben vor allem die Kosten, die durch Mehrverbrauch zustande gekommen sind, dann eben auch deckeln. Der nächste Punkt ist ein Entgelt für den Messstellenbetrieb. Das heißt, die Kosten für den Stromzähler, für das Einbauen des Zählers, für die Wartung und für die Ablesung, die müssen hier eben auch in Rechnung gestellt werden. Und dann gibt es vor allem jede Menge Umlagen und Abgaben, die in der Rechnung des Endkunden dann auch nochmal auftauchen werden. Das ist ganz vor allem natürlich die EEG-Umlage für die Förderung von erneuerbaren Energien und die ist eben auch ungefähr so ein Viertel der Endkundenabrechnung hoch. Und darüber hinaus gibt es dann noch verschiedene andere Aspekte wie die KWK-Umlage für die Kraft-Wärme-Kopplung zur Förderung eben von Anlagen, die sowohl Strom als auch Wärme erzeugen, die Offshore-Umlage für die Förderung und vor allem für die Bezahlung der noch nicht angeschlossenen, aber bereits betriebsbereiten Offshore-Windkraftanlagen in der Nordsee. Darüber hinaus zum Beispiel die § 19 Strom-NEV-Umlage, die praktisch ein Zahlungsausgleich ist für Großverbraucher, die ja zur Wirtschaftsförderung praktisch eine geringere Rechnung bekommen. Auch das ist auf meiner Webseite schon mal beschrieben worden. Das Ganze verlinke ich natürlich in der Videobeschreibung. Darüber hinaus gibt es dann zum Beispiel auch noch die APLA-Umlage, die Umlage für abschaltbare Lasten. Da geht es darum, dass man im Sinne des Lastmanagements, des Demand-Side-Managements, verschiedene eher größere Industrieanlagen zum Beispiel auf Anfrage herunterfahren kann, um praktisch eine abschaltbare Last herbeizuführen, die praktisch zur Stabilisierung des Stromnetzes beitragen könnte.
Und noch ganz wichtig ist die Konzessionsabgabe. Zum Konzession, also zur Stromkonzession, mache ich demnächst nochmal ein eigenes Video, da wird das Ganze genau erklärt. Hier geht es schlussendlich darum, dass eine Gemeinde eine Bezahlung dafür bekommt, dass sie eben einem Netzbetreiber die Erlaubnis überreicht, in dem Gebiet der Gemeinde Stromleitungen und Gasleitungen zu verbauen. Das sind so vor allem die Aspekte, die jetzt hier neben den eigentlichen Kosten für Strom oder Gas in die Netznutzungsabrechnung hineingelangen. Und darüber hinaus natürlich auch noch verschiedene steuerliche Aspekte, denn schlussendlich ist das eine ganz normale Rechnung wie jede andere. Das heißt, da gibt es verschiedene Anforderungen an die Inhalte der Rechnung, aber eben genauso gut an natürlich die Steuer. Die variablen Inhalte dieser Rechnung, das heißt die Entgelte für die eigentliche Netznutzung, also für den Grundpreis und Arbeitspreis, die sind schlussendlich ja immer wieder mal neu zu bestimmen, weil sich da verschiedene Rahmenbedingungen ja ändern können. Und die müssen bis zum 31. Oktober jeden Jahres praktisch veröffentlicht werden. Werden von der Bundesnetzagentur geprüft und freigegeben und wirken dann eben ab dem 01.01. des nachfolgenden Jahres. Schlussendlich ist der Sinn dieses ganzen Prozesses natürlich, dass eine Netznutzungsabrechnung an den Lieferanten geschickt wird, der prüft die, der findet die in Ordnung und bezahlt dann schlussendlich die in Rechnung gestellten Aspekte. Dafür werden, wie gesagt, vom Netzbetreiber im Falle einer Fälligkeit, das heißt einer Schlussrechnung oder einer Jahresrechnung oder auch im Sinne des Monatsabschlages eben eine Rechnung erstellt und die wird dann an den Lieferanten geschickt. Dafür werden natürlich auch die entsprechenden Energiemengen übersendet, das heißt die Zählerstände. Und im Rahmen der Marco 2020 wird auch noch ein Lieferschein eingeführt, der die Energiemenge, die in der Rechnung nachher stehen wird, auch nochmal explizit aufführt, damit die vorab bereits geprüft werden kann. Die Rechnung selbst muss eine Fälligkeit von mindestens 10 Werktagen haben und ist schlussendlich genauso aufgebaut, wie man sich das jetzt vorstellen sollte. Die Summe der einzelnen Posten ergibt eben einen Nettobetrag, dann ist die Steuer ausgeführt, dann gibt es einen Bruttobetrag, dann ist aufgeführt, wie viele Monatsabschläge der Lieferant bisher schon gezahlt hat und die werden schlussendlich abgerechnet und dann gibt es einen fälligen Betrag. Und der muss dann schlussendlich zur Fälligkeit vom Lieferanten bezahlt werden. Und dann ist der Netzbetreiber zufrieden, denn seine Netznutzungsabrechnung hat funktioniert. Das ist der Prozess der Netznutzungsabrechnung. Habt ihr irgendwelche Fragen zur Netznutzungsabrechnung, dann schreibt ihr in die Kommentare. Ansonsten liked das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.